Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin Tempo67, habe heute ein Replay von mir selber wieder mit, weil ich einen Panzer nicht gesteuert habe in World of Tanks, und zwar in dem M48 Patton. 10er Medium der Amerikaner. Schönes Teil, sage ich nur. Wie üblich schauen wir uns zuerst den Panzer kurz mal an. Nach meinem besten Wissen und Gewissen. So, das ist das gute Stück. So. Wo war der Unterwanne? Haben wir ordentlich Panzerung. Wenn wir die verstecken, ist noch besser. Der Turm von vorne, nahezu unmöglich. Die Kommandantenluke ist ein Weakspot. Sonst haben wir hier sehr schwer durchzukommen. Unterwanne, gut, muss man verstecken, wie schon gesagt. Seite, wie jeder Panzer, muss man halt gucken. In den Ketten bleibt einiges hängen. Sieht ganz gut aus soweit. Gucken wir mal die Stats mal an. Wir können knapp 3000 Damage pro Minute machen. Pro Schuss maximal 390. Wir kommen durch 278 mm Panzerung durch. 8 Sekunden Nachladezeit ist nicht schlecht. 1,82 Einzelzeit. 0,35 Abweichung. Mit einer guten Crew und Stabi kann man das richtig gut drücken. Auf 0,32 und 0,31. Fällt sogar auf 0,30 vielleicht sogar. Kann ja passieren. Maximale Sichtweite 720 Meter. Nee, gar nicht da. 420 Meter, nicht 720, da. Wir haben 2000 Strukturpunkte. Schnell sind wir nicht. 45 km/h Topspeed. Reicht aber, denke ich mal. Die Dinger werden ja immer größer. Hier mal die Panzerungswerte. Frontpanzerung, Seitenheckpanzerung und Turm das gleiche. Nochmal, wie gesagt, der Turm hat 100 mm mehr Panzerung. Frontal. Der hält einiges aus. Man kann schön Hull Down spielen. Gun Elevation haben wir 19 Grad. Gun Depression 9 Grad. Da geht schon was. So, nichtsdestotrotz, wir hüpfen mal ins Gefecht mal rein. Da haben wir ihn. Und schauen es uns mal an. Wir sind auf Karte Fjorde. Das Replay schon ein paar Tage her, vom 22.09. Ich fahre mal gerne hin, so nach F4, G4, und da vielleicht den einen oder anderen, der da mal schon mal versucht, hoch auf den Berg zu fahren vom Gegnerteam, da schon mal ein oder zwei zu verpassen. Mal gucken, was geklappt hat. Ob wir das auch so hinkriegen. So, wir haben T49 schon aufgespürt. Der böse T49 mit seiner HE-Knifte. Jawohl. Den haben wir mal einen mitgegeben. Den haben wir jetzt noch einen Udes. So, kommt der T49 nochmal vor? Der T100 ist dahinter. Der T57 Heavy. Autoloader, der Amerikaner. 4 Schüsse im Magazin. So, das Gefäß schleppt sich. So, haben wir eine Kanone neben uns. Vom TP. So, gucken wir mal. Ja, hier stagniert es gerade ein klein wenig. So, TP haut nicht so hin, ne? So, auf T57 fällst du drauf, weil es sind am Felsen. Wirst du nicht kriegen. T49 will er noch nicht. Der traut sich nicht. Jetzt. Oh. Ach, verschossen. Muss mal rausgehen. Wir haben nur jederzeit noch eine Arti drin. So, schauen wir mal weiter. Oh, jetzt hat uns eine verpasst. So einen Ladeschützen rausgenommen. Das Saupreuß ist der. Geht ja gar nicht. Steht 2:0 für uns, okay. Wir haben langsam Map-Control, so ganz langsam. Mal gucken, was hinten über die Nuller-Linie kommt. Bei T49 verharrt. Ah, verpasst. Mist. Verschossen.
So. TP der. Na gut, lass mal rumfahren. Freut er sich. Sag mal da. Schön. Standard B ein mitgegeben. Schön. Schönen Schaden auf den verteilen. 700 Schaden ist noch nicht viel. Da muss noch mehr gehen. Der Heavy ist da noch voll. Komplett hier 49 da nochmal vor. Na, komm vor, komm. Okay. Hat gelunzt. Mag aber nicht. Na, macht er nicht. Oh, verschossen. Jetzt 6 zu 2. Mein Langzeit soll ich mal ein bisschen Druck machen. Oh, gebounced. Schade. Na, oben haben wir was. Schön. Wir haben V1 mitgegeben. Hat es noch nicht richtig registriert. Gib mir noch mal eins mit. Wunderbar. 1600 Schaden. Machen wir ihn. Nochmal drauf. Den fahren wir jetzt mal ein bisschen runter, würde ich sagen. Sieht sehr gut aus. Und nochmal einen reingedrückt. Okay, Killshot kriegen wir nicht. 2380 Schaden. Ja. Geht. So, den nehmen wir mit, den Kill. So, jetzt haben wir noch ein Light. Den Standard B, da kriegen wir nichts mehr von, glaube ich. Jawohl. 15-4, Spiel vorbei. Sieg. So, gehen wir hier mal raus. Dann gucken wir uns jetzt mal die Stats an. So, das war das erste Gefecht am Tag. Lief gleich ganz gut. Ja, nur kleine Medaille wirkungsvoll gekriegt. So, vom Schaden sind wir auf dem, sind wir der viertbeste. Also, wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen, aber wie gesagt, klappt ja nicht immer. So, für 25.000 konnten wir 22.000 mitnehmen. Wichtig ist im 10er-Bereich, dass er ordentlich Schaden macht und dass ihr nicht mit Minus rausgeht, sonst wird es irgendwann frustrieren. Das habe ich schon durch. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Timo 67. Tschüss.